In diesen Tagen, da feiern wir einen Geburtstag. Na gut, feiern jedenfalls. Die Bild-Zeitung wird 60 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Bild. Demnächst kriegt jeder deutsche Haushalt ein Gratisexemplar. Also bei Zeiten den Briefschlitz zunageln. Andererseits, die Bild war und ist die Zeitung des kleinen Mannes. Was sagt der kleine Mann eigentlich dazu? Bild ist für mich eine Boulevardzeitung, die mich sehr gut informiert. Ja, das ist mal ein Satz, der ausschließlich aus Fehlern besteht, meine Damen und Herren. Naja gut, der Karasek hat halt nicht so viel Ahnung vom gedruckten Wort. Fakt ist, die Bild hat im Laufe der Jahrzehnte auch durchaus ein paar Fehler gemacht, für die man sich mal entschuldigen könnte. Und weil die Bild das nicht macht, macht's halt Martin Sonneborn. 60 Jahre Schlagzeilenterror. Die Bild-Zeitung hat Geburtstag. Zeit zu handeln. Behrendt? Wir sind gekommen, um uns bei Ihnen zu entschuldigen. Guten Tag. Sind Sie die Dame des Hauses? Ja. Wir kommen von der Bild-Zeitung und wollen uns entschuldigen. Warum dass wir wollen Sie entschuldigen? Ja, dass wir die Leute 60 Jahre für dumm verkauft haben. Ach so. Und da wollen wir sagen, ganz ohne ist es ja auch nicht. Aber ein bisschen weit Wahrheit ist immer dran. Deutscher Erfinder kann aus Katzen Benzin machen. Für eine Tankfüllung braucht er 20 Miezen. Also das ist Gottes Willen. Aber meistens ein bisschen weit Wahrheit ist meistens dran. Oh, das ist das Girl von Seite 1, da steht der Herr auch mal auf. Ich kann das auch hier rüberziehen, dass Sie ein bisschen was sehen. Damit du was siehst. Ja. Frank Elstner ausgeraubt, auch sein Glasauge weg. Wirklich? Ja. Diese Wüstensonne, werden wir alle Afrikaner? Also, weiß ich nicht, was Sie für Redakteure haben. Also, nur muss ich ganz ehrlich sagen. Nur die Besten. Verstehen Sie überhaupt, was wir schreiben? Ja. Was bedeutet zum Beispiel Nippelalarm? Ja, die Brustwarzen im Prinzip, wenn die zu sehen sind. Also wäre bei Ihnen jetzt Nippelalarm? Wir möchten Ihnen diese Sektflasche überreichen, einfach dafür, dass wir sie für dumm verkauft haben. Und wollten fragen, ob Sie irgendwelche Geldfolgen haben. Nein, habe ich nicht. Schlaflosigkeit? Nein, ich habe keine Schlaflosigkeit. Nervöses Zucken? Wie könnten wir unsere Fehler wieder gut machen, indem wir A, das Niveau senken oder B, das Niveau stark senken? Die Mehrzahl der Leser wird wohl doch wahrscheinlich auf stark senken gehen. Ja, das geht ja nicht mehr. Das ist das Problem. Macht Hartz IV faul? Fragezeichen. Ja, für manche Menschen ja. Ja. Alle Ausländer, die hierher kommen, die leben ja auch gut von dem Geld. Wir von Bild sagen, wer arbeiten geht, ist doch richtig schön blöd. Sind Sie blöd? Wahrscheinlich. Weil die anderen genauso gut geht. Die Schmarotzer, um nur ein Thema wieder zu sein. Ja. Naja, und das ist ja prima, dass er wenigstens mal heute die Wahrheit sagen. Ja. Entschuldigung. Als Entschuldigung für die 60 Jahre Schlagzeilen der Bild-Zeitung möchten wir Ihnen ein Arte-Magazin überreichen. Ich muss sagen, ich halte von so einem Magazin überhaupt gar nicht so viel. Weil ich bin eigentlich hier im Jarden, möchte mich erholen. Dann entschuldigen wir uns noch mal herzlich. Das Unternehmen Entschuldigung ist geglückt. Wir geben zurück in die Bild-Redaktion. Dankeschön. Martin Sonneborn.